Hallo lieber Stier, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es im Herbst 2022 bei dir aussehen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendenzzeichen, okay? Okay. Stier, beginnen wir mit der intuitiven Message. Ich sehe ein Königspaar, okay? Das sind zwei Throne vor meinem geistigen Auge. Diese beiden Throne sind etwa 3 Meter voneinander entfernt. Und beide Throne sind in meine Richtung gerichtet, ja, sind frontal gerichtet. Auf der einen Seite sitzt eine Königin, auf der anderen Seite sitzt der König. Und beide warten darauf, dass der andere, die andere aufsteht. Einer von euch beiden muss aufstehen und zum anderen gehen. Ja, oder zur anderen. Und beide wollen da nicht aufstehen, wollen sich von ihrem Thron da nicht erheben. Ja? Stier, du Dickkopf, du wirst mit einem weiteren Dickkopf konfrontiert sein im Herbst 2022. Ich sehe zwei Menschen, die nicht von ihrem Standpunkt abweichen wollen. Ja. Ihr seid beide sehr überzeugt von dem, was ihr seid, was ihr denkt, was ihr wisst. Und keiner von euch beiden will sich bewegen. Okay. Schauen wir mal, was die Karten sagen. Was glaubt ihr, wer gewinnen wird? Was glaubt ihr, wer diesen Sturheitswettbewerb gewinnen wird? Ich bin Stier, es gibt Babyvideos von mir, wo mein Großvater schon darüber reklamiert, wie stur ich bin. Also, wer gewinnt hier? Man hat es im Blut sozusagen, gell? 7 der Schwerter hier, ja natürlich. Bei 7, okay. Stier. Die erste Karte bestimmt die Energie der ganzen Legung. Im Herbst 2022 rennst du davon, du willst keine Entscheidung treffen. Okay, das ist das eine, deine Seite. Du willst hier nicht an irgendwelche Scheidewege kommen. Du möchtest noch nicht an einem Punkt sein, wo dir das Gegenüber in die Augen sieht und sagt, so, Stier, was sagst du jetzt? Du möchtest noch auf deinem Thron sitzen bleiben und das Ganze erstmal beobachten und dich kein bisschen bewegen. Das ist das eine. Das andere, Stier, ist, dass dein Gegenüber ganz bewusst dein Verhalten spiegelt, um dir sozusagen deine eigene Medizin zu geben. Das sind Tricks. Ausweichen, Tricks, solche Dinge. Ich weiß nicht, ob man es da sieht, aber auf dieser Karte sind hinten verschiedene Leute aufgezeichnet. Ja, man sieht da 3 oder 4 Leute sieht man da. Beim vierten bin ich mir nicht ganz sicher. Stier, die Leute schauen euch zu und sie finden es unterhaltsam, wie ihr beide miteinander umgeht. Ja. Du einerseits sehr bockig, willst noch zu nichts bewegt werden. Du möchtest, dass alles nach deinem Tempo geht, ja, du nach deinem Tempo vorwärts machst oder eben nicht vorwärts machst. Und dein Gegenüber so, weißt du was, Stier, ich werde jetzt genauso oder mich genauso verhalten wie du, damit du mal siehst, wie sich das anfühlt, ja, wenn das Gegenüber so ist wie Stier. Ja, gib dir sozusagen deine eigene Medizin, damit du ja, da wach wirst, ja. Da mal siehst, was das hier veranstaltet, deine Sturheit hier, was das hier verursacht. 2 der Schwerter, eben abhauen vor einer Entscheidung. Weißt du, was das ist, was dich eben, oder wo du so stehen bleibst, oder ich sag dir, warum du dich hier nicht bewegen möchtest, Stier. Stier. Du bestehst darauf, dass dir Informationen fehlen. Du bestehst darauf, dass noch nicht alles klar ist zwischen euch beiden. Du bestehst darauf, dass du hier noch nicht vorwärts siehst. Ja? Stier, ich habe das Gefühl, dass dein Gegenüber eine Annäherung von dir haben möchte, ohne dir zu zeigen, wie es dann weitergehen soll. Du hast Angst davor, dass dieser Mensch nur sexuelles Interesse an dir hat. Deswegen bist du so bockig. Hopp, ist wieder rein. Hier, voilà. Das bist du. Die Herrscherin oder das weibliche Pendant ist Stierkarte.
Und der Herrscher ist das männliche Pendant sozusagen, das ist so deine männliche Beschützerenergie, die du hast. Kontrollenergie, ja, Schutzenergie, die du hier hast. Du bleibst da, wo du bist, bleibst du sitzen, du bewegst dich kein bisschen, weil du der Meinung bist, dass hier noch lange nicht oder die Zeit reif ist für eine Entscheidung, ja, auf deiner Seite. Es gibt hier, oder es ist so, wenn du sagst, ich sehe hier nichts, oder dem ich mich nähern sollte, ja. Es geht dir vor allem darum, hier sexuelles ausschließlich sexuelles Interesse auszuschließen. Du möchtest nicht, dass dein Gegenüber sexuell das bekommt, was er sie will und dann abhaut. Okay. Und es ist halt die Herrscherin, das weibliche Pendant, gilt als die sexieste. Ja, die ist ja sogar schwanger. Ja, ist schon passiert. Oder? Und deswegen hast du das hier jetzt komplett abgeschaltet und zeigst Härte sozusagen. Okay. Zehnter Kelche. Der Blick des Herrschers geht in diese Richtung. Zehnter Kelche. Dein Gegenüber sagt dir, dass du sein ihr Happy End bist. Dass er sie mit dir glücklich ist, eine Union haben möchte, ist sehr gut drauf, ja, bei euren Dates, bei euren Zusammentreffen, bei euren Gesprächen. Sehr oder viele hiebelige Gefühle sehe ich hier. Aber dein Blick geht hierher. Nein, 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 ich entscheide hier noch nichts, mir fehlen Informationen. Ja, hier sieht man nicht vorwärts. Auch wenn hier so viele Emotionen sind, ein Drittel der zwei der Schwerterkarte ist gefüllt mit Wasser. Das sind Kelche, sind Wasser, sind Gefühle. Oder auch wenn die Emotionen so stark sind, ich bewege mich hier nicht vom Fleck, bis ich mehr sehe. Ja, oder ich meine, dieses Happy End, das wollen alle. Für das, oder kommen ja Leute auf meinen Kanal. Aber wie genau soll es jetzt dahin gehen? Nein, der Kelche hier. Dein Gegenüber übermittelt dir alles Positive, alles Lustige, Unterhaltsame, bringt dich zum Lachen, macht Späße mit dir, zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht, ja, tanzt vielleicht sogar ein bisschen mit dir, ja, unternimmt was mit dir, ihr habt Spaß zusammen, tut all das, außer dir, ich liebe dich zu sagen. Okay, hier fehlt ein Kelch. Das wird so zurückgenommen sozusagen. Das ist dein Gegenüber, der sich hier nicht vom Fleck bewegt. Ja, der, die sich nicht vom Fleck bewegt hier. Okay, also wir haben dich hier, ja. Du sitzt hier und wehrst dich gegen eine Entscheidung. Dein Gegenüber sitzt hier und tut so, wenn so wie jetzt alles ist, alles in Ordnung ist für ihn, für sie, ja, dass da kein weiterer Schritt mehr nötig ist, ja, in deine Richtung. Das würde reichen, sagt dein Gegenüber. Und die Herrscherenergie haben wir aber auf deiner Seite. Okay. Acht der Münzen hier. Okay. Stier, die Sache hier ist die. Bevor ich fortfahre, es wird ein Channel momentan aufgebaut. Ja, kurz Eigenwerbung hier. Es wird momentan in Balz Terror International aufgebaut. Da gibt es diese Videos, die ich hier hochlade, nochmals mit englischem Untertitel. Okay, du findest es auf meinem Kanal unter Kanäle, ja, musst auf meinen Kanal, dort gehst du unter Kanäle, dort findest du Inbals Terror International, okay? Für jene, die es englischsprachigen, fremdsprachigen Personen empfehlen wollen, dort findet man Videos mit englischen Untertiteln von mir. Okay? Okay. Gehen wir hier zu diesen acht der Münzen hier. Der Grund dafür steht, dass dein Gegenüber das Gefühl hat, dass es für den Moment reicht, dass dein Gegenüber hier keinen weiteren Schritt macht, dass dein Gegenüber kein Ich liebe dich sagt, ist, weil er sie, Überraschung, Überraschung, noch nicht parat ist. Ja. Er sie hat das Gefühl, dass er sie eben genau diese Fortsetzung, genau eben diesen weiteren Weg, den du ja hier sehen möchtest, dir gar nicht geben kann momentan. Ja? Entweder fehlt es finanziell bei ihr, bei ihm, oder es fehlt zeitlich,
Ich könnte gar nicht mit Stier so viel Zeit verbringen, wie ich mit einem Ich-liebe-dich-Menschen verbringen könnte, würde, sollte. Ich kann nicht, ja. Und ich kann für nächstes Jahr, kann ich, oder wenn ich Stier, ich liebe dich sage, dann muss ich doch auch für nächstes Jahr dies und jenes planen. Ich sollte ja dann für das und das Zeit reservieren, Geld reservieren. Und ich kann momentan nicht. Ich bin hier noch dran, oder ich bin hier noch da, damit beschäftigt, an etwas zu arbeiten, an Neuen der Münzen zu arbeiten, an jenem Moment, wo ich dann das eben geben kann. Okay. Ich werde hier Folgendes tun, ich werde hier eine weitere Reihe legen, dann sehen wir, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Dann werde ich hier weitere Infos holen in Bezug auf Wasserzeichen, Feuerzeichen, Luftzeichen und Erdzeichen, ja, vom Gegenüber. Dann weißt du, je nachdem, mit welchem Sternzeichen du es zu tun hast, weißt du dann mehr über dein Gegenüber. Außerdem frage ich hier, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Und diese Karten hier werde ich für jene, die hier keinen Kontakt haben, fragen, wann der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.